Herzlich willkommen zu einem weiteren Gitarren-Tutorial. Heute wollen wir uns anschauen, wie man 5 Minuten von Kitschkrieg, An My Kantereit, Crow, Trettmann und wer sonst noch alles so mit dabei war, auf der Gitarre spielt. Wir haben ein ziemlich cooles Gitarren-Sample, was eigentlich mehrere Spuren hat. Wir wollen aber heute versuchen, die verschiedenen Spuren auf einer Gitarre zu spielen, so wie du das eben auch im Intro gesehen hast. Die Songstruktur an sich ist ziemlich einfach. Wir haben nur 3 Akkorde, die da wären. Ein F-Dur als Barré von A-Dur ausgehend im 8. Mund. Das heißt, wir haben eine abgedämpfte tiefe E-Seite mit unserem Zeigefinger. Dann mit unserem Zeigefinger einen großen Barré über die A- bis E-Seite. Und dann mit dem Ringfinger decken wir die D-, G- und H-Seite ab. Das könnt ihr auch mit Mittel-, Ring- und Zeigefinger machen. Ich persönlich bevorzuge diese Variante. Und so, dass unten die hohe E-Seite auch noch mitklingt. Nächster Akkord ist ein E-Moll, ein Barré von A-Moll ausgehend im 7. Bund. Auch hier abgedämpfte tiefe E-Seite mit unserem Zeigefinger. Dann haben wir 7, 9, 9, 8, 7. Und zu guter Letzt brauchen wir noch ein A-Moll 7. Das ist auch hier wieder mit der abgedämpften tiefen E-Seite gespielt. Offene A-Seite, 7. Bund mit dem Ringfinger auf der D-Seite und dann ein Mini-Barré mit unserem Zeigefinger auf der G- und D-Seite. Die Akkordauffolge sieht so aus, dass wir immer F zu E-Moll dreimal hin und her spielen, für jeweils einen Takt lang und danach zwei Takte lang A-Moll 7. Rhythmisch machen wir es so, dass wir auf die 1 immer den Bass anspielen. Im Original wird eigentlich die D-Seite angespielt. Ich finde aber, dass es besser klingt, hier den Bass zu spielen, wenn man das Lied alleine performt, einfach weil wir dadurch noch eine tiefe Komponente mehr mit dabei haben, wo wir ja keinen Bass dabei haben, der uns begleitet. Deswegen also auf die 1 den Bass, auf die 2 einen abgestoppten Downstrum, Staccato gespielt. Das heißt, wir stoppen den Akkord und nehmen dann sofort den Druck von den Saiten, damit der Akkord aufhört zu klingen. Dann auf die nächste 1 spielen wir wieder den Bass des darauffolgenden Akkords, auf die 2 wieder den abgestoppten Strum. Somit haben wir das F 3 und 4 und E und 2 und 3 und 4 und F und 2 und 3 und 4 und E und 2 und 3 und 4 und F und 2 und 3 und 4 und E und 2 und 3 und 4 und A und 3 und 3 und 4 und A und 2 und 3 und 4 und. Das ist jetzt die absolute Grundstruktur. Um es alleine allerdings ein bisschen interessanter zu gestalten als das, können wir jetzt entweder zwischendurch ein paar Ghost Strums einbauen, um den Schlagzeugbeat zu imitieren. Das bedeutet, wir legen, nachdem wir unser Bass Downstrum gemacht haben, die Finger locker auf die Seiten, damit die nicht klingen, und bauen das Strummuster down, up, up, down, down, down ein. Okay, klingt dann folgendermaßen. Ein bisschen spannender, wenn wir da zwischendrin noch so ein Beat einbauen. Wir können natürlich auch die Melodie der zweiten Gitarre auf unsere Akkorde drüber spielen. Das sieht dann im ersten Verse folgendermaßen aus, also Bass und dann Ringfinger vom 11. Bund in den 10. Bund auf der hohen E-Seite geslidet. E-Moll. Dann machen wir das Ganze nochmal. F. Zusätzlich noch mit dem Zeigefinger vom 8. in den 5. Mund auf der hohen E-Seite wieder E-Moll. Beim dritten Mal spielen wir wieder das F. Alles wie gehabt. Und anstatt jetzt zum E-Moll zu gehen, sliden wir noch vom 12. Mund in den 15. Mund auf der hohen E-Seite. Also haben wir das. Anstelle des E-Molls. Dann kommen wir zu unserem A-Moll 7 und hier ist
strummen wir den Akkord einmal an, spielen dann die B-Seite und hämmern mit unserem kleinen Finger auf den achten Bund der B-Seite auf, zupfen die E-Seite im fünften Bund und machen dann einen Pull-Off, ohne die B-Seite nochmal anzuspielen, vom kleinen Finger auf unseren Zeigefinger in den fünften Bund. Also. Das machen wir zweimal, bevor wir dann zum nächsten Verse gehen. Was wir auch noch als weitere Variation machen können, ist, wir können immer in die Akkorde reinsliden mit unserem Zeigefinger, also. Einfach als zweite Variation, um das noch ein bisschen interessanter zu machen. Im zweiten Verse spielen wir im Prinzip dieselbe Melodie wie im ersten Verse, nur in einer tieferen Intonation. Das heißt, wir spielen unser F und dann sliden wir auf der A-Seite vom 6. in den 5. Bund und können auch noch ein bisschen Vibration drauf machen. E-Moll, F und das ist von 6 in 5 geslidet. 3 mit dem Zeigefinger auf der A-Seite, 5 mit dem Ringfinger auf der E-Seite. Also nochmal. E-Moll. Und jetzt beim dritten Mal. Sorry. Also das gleiche wie gehabt. 6, 5, 3, 5. Und dann mit dem Ringfinger von dem 7. Bund auf der A-Seite in den 10. Bund. Dann kommen wir zu unserem A-Moll. Und hier spielen wir jetzt Slide mit dem Ringfinger vom 7. in den 10. Bund wie eben. Und dann mit dem Zeigefinger auf der D-Seite vom 7. in den 2. Okay. So, das sind also die grundlegenden Riffs, die häufig gespielt werden und die wir einfach noch mit einbauen können. Teilweise haben wir sogar noch mehr Gitarrenspuren, die sich überlagern und andere Variationen von Riffs. Aber mit dem, was ich euch gerade gezeigt habe, solltet ihr auf jeden Fall klarkommen. Und somit war es das auch schon für den Song. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video weiterhelfen, dass es dir gefallen hat. Ich würde mich freuen, dich auch in einem anderen Video wieder begrüßen zu dürfen. Also schau vielleicht mal auf meinem Kanal vorbei. Da findest du Tutorials zu An My Kantereit von wegen Lisbeth, Giant Rooks und weiteren deutschen Bands. Bis dahin, danke fürs Zusehen und mach's gut.